Das Kommando gilt. Fertig, los! Jahre Mauerfall, da so einen Lauf zu machen, auch die jungen Leute vielleicht ein bisschen darauf hinzuweisen, wie das vor 25 Jahren noch war, zu sehen. Übrigens, hier ist eine Mauer lang gegangen, hier wurde geschossen, hier wurden Leute erschossen und ja, ich laufe eigentlich mit, um die jungen Leute ein bisschen zu animieren, auch das alles im Kopf zu behalten und vor allen Dingen, wie schön wir es heute alle haben. Beidseitig entlang des Teltow-Kanals, der Lauf verbindet somit Ost und West miteinander und genau das ist unser Ziel. Wir wollen Ost und West miteinander verbinden und somit an den Mauerfall gedenken. In diesem Jahr ganz besonders, der 9. November 2014, fällt genau auf das 25-jährige Jubiläum. Ja, für die jüngsten Teilnehmer wird es in diesem Jahr einen Bambini-Lauf geben über 800 Meter. Zum anderen dann, wie in den Jahren zuvor, Distanzen über 7,1 Kilometer, 14,1 und die klassische Halbmarathon-Distanz über 21,1 Kilometer, die auch als Staffel bestritten werden kann. Ja, Stand heute haben wir ganz genau 903 Voranmeldungen bereits jetzt. Erfahrungsgemäß in der letzten Woche zur Voranmeldung kommen nochmal einige Teilnehmer hinzu, sodass wir auch wieder so gut mit 1200, 1300 Voranmeldungen rechnen. Am Tag selber, die Kurzentschlossenen sind auch immer relativ stark vertreten, so mit 200 bis 300 Startern, sodass wir schon wieder so die 1500 anpeilen können. Also ich bin nicht gern gelaufen, gerade wenn es so Ausdauerlauf war, das war nicht so mein Ding. Aber ganz ehrlich, gegen Christian Beek gewinne ich auch mit einem Bein, da kann ich auch hüpfen. Ich meine, der ist ja noch weniger gelaufen als ich, also von daher mache ich mir da keine Sorgen, ich werde das Ding gewinnen. Das Duell Hertha gegen Union ist ja dieses klassische Duell Ost gegen West. Und wir freuen uns in diesem Jahr besonders, ja, Fußballjahr 2014, Deutschland ist Fußballweltmeister in Brasilien geworden, dieses Fußballthema aufgreifen zu können, vielleicht da nochmal die Emotionen, die da entstanden sind, wachzurütteln. Und wenn der Herr Beek und der Herr Kruse dann zusammen gegeneinander antreten mit ihren Fanstaffeln, denke ich mal, wird das auch noch für einige Stimmungen an der Strecke sorgen und somit auch für die Zuschauer interessant sein. Es wird unter anderem auch noch eine Staffel von Turbine Potsdam geben. Dort wird die U17 an den Start gehen und noch prominent besetzte Sportbotschafterstaffeln der AOK. Und um diesem besonderen Tag auch politisch und historisch gerecht zu werden, wird es ein buntes Rahmenprogramm geben, also beispielsweise im Vorfeld des Laufes eine Talkrunde unter dem Motto Politik trifft Sport und zum anderen in Kooperation mit der Stadt Teltow und dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf ein großes Festprogramm im Anschluss des Laufs. Mhm.